Auftaktveranstaltung des neuen interkulturellen Kindertanzprojektes am Fredenberg. Singen, Stampfen, Tanzen. Kinder der Kita Gördeler Straße zeigten Anfang Februar, wie das Zusammenleben über kulturelle Unterschiede hinaus funktionieren kann. Bei der Auftaktveranstaltung in der Begegnungsstätte Brücke stellte das Fredenberg Forum gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern und Unterstützern das neue Tanzprojekt vor. Unter dem Oberbegriff Welcome Dancing wird mit 4- bis 12-jährigen Kindern eine Revue erarbeitet, bei der die Dozentinnen des Theaterpädagogischen Zentrums Braunschweig federführend sind. Am Ende steht die Aufführung des erarbeiteten Stücks. Hartmut Schölch, Leiter des Fachdienstes Kultur der Stadt Salzgitter, freute sich über die praktische Kulturarbeit vor Ort. Von Dance, 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 über Let's Dance bis hin zu Masters of Dance. Wir könnten die ganze Zeit TV schauen, anstatt uns selber zu betätigen. Kompetenz liegt in der Anwendung und nicht im Drüberreden. Viele Partner unterstützen das Projekt, das in Zusammenarbeit mit Avista Fredenberg und der AWO-Kita Gördeler Straße realisiert wird. Einige gemeinsame Übungen weckten bei den Kindern die Lust auf das Projekt. Aufführung der Abschlusspräsentation des Projektes Welcome Dancing ist für den 4. Mai geplant.